Gott. Wenn wir hier in die Mitte, hier dieses Feld quasi. Ja, Ja, ich. und dann da in die Mitte machen wir dann so ein. Genau. Oh. Fast. Ja. Ups. Machen wir hier das fein. Minoobs. Mensch, das können wir dann Und. hier aber auch machen. Wollen wir gar nicht so ein kompliziertes Drumrum machen. Das ist Oh ja Mann. dämlich. Blöde Scheiß, Ja, dämliches, echt. dummes Eis. Eis ist doof, ich mag kein Eis mehr. Buh. Buh, Unsubscribe, ey. buh. Das muss direkt daneben stehen, ne? Hab ich? Ah, ich hab ja. Ja, dann machen wir Nein, jetzt. ich hab ja. Dann machen wir. Keine Ahnung, dann. Und was essen sollte ich auch mal wieder. Wo hab ich denn hier? Nee. Da. Brot. Njam, 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 njam. Njam, njam, So. njam. Also, das frost So. jetzt nicht mehr ein, ey. So. Hoffe ich zumindest. Ja, bei den Einsern. Ach, bei den Einsern stelle ich dann einfach immer eine Fackel daneben. Das müsste ja laufen jetzt hier. Ich weiß nicht, wie man Güsal überhaupt anpflanzt. Das dann, ich meine, hier kommt dann halt einer rum und wieder dann groß. Ich weiß nicht, wie der aussieht, wenn er gewachsen ist. Vielleicht braucht man auch irgendwie. Hast du noch ein Wasser? Ich, Oder einen Eimer, dann gehe ich, ich schnell holen. ich. Hier, da, ich, da, da, Danke. da liegt doch. Ich muss mir das nochmal Ja. durchlesen, gerade im Internet. Wo? Warte. Das kenne ich nicht. Jokobo-Zucht. Hexit. Nein, ich will kein Tutorial haben, wo ich nicht. Ich will lesen. Aber Hani, lesen ist doch nur was für Streber. Ja, mein. Ja. Manu. Oh, das sind immer nur Videos. Ich will kein Video, ich will das Geh einfach, lesen. was willst du denn wissen? Schokobos können gezüchtet werden, wenn man sie mit 2 bis 4 Güsergreen füttert. Ein Oh. gezähmtes Schokobo kann daran erkannt werden, dass es ein rotes Halsband hat. Mit Hilfe eines Sattels. Wanderblatt, Schoko. Wenn man Golden Güsel bzw. Lower Güsel an Schokobos verfüttert, werden sie in den Paarungsmodus versetzt. Männliche Schokobos können durch die Regenbogenmähne von weiblichen Schokobos unterschieden werden. Ja, jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie man diesen Golden Güsel genau macht. Oder Güsel oder Geisel oder. Güser, 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 So, Güser, Güser, ist ein Güser. Item added by Golden Güsel is used to breed drop rate from harvesting Güsel greens that are planted on farmland and not found naturally. Okay, Ach super. so, die Dinger wachsen nicht, das bedeutet, wir müssen die halt hier Also irgendwie. hier wir In müssen die dem abbauen. Schokobo-Dings steht, dass man die in Seeds craften kann. Also da quasi Samen rausmachen kann. Ach so, ich guck mal. Ja, ich Wie kann sie werden denn die craften. Und diese Mutationen jetzt da, sehen wir Moment? dann. Ah ja, okay, dann wird da mit einer bestimmten Chance raus. Ja. Dann die I speziellen. see. Okay. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Ah. Chup, 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 chup. Das sieht doch schon mal Chup, besser chup, aus. chup. Chup, chup. Chup, 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 chup. Das Feld ist angelegt. Chup, 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 chup. Plop, plop. Plop, 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 plop. Oh, sind die nicht niedlich, die kleinen grünen Es sieht Pflänzchen? alles so sexy aus. Moment hier, wo ich draufstehe, nicht. Hier das. Ja, da muss Dings Fackel. Eine Oh, die Schlong wachsen aber Fackel, da schnell. müssen eine Fackel hin. So. Huch, was war das für ein. Ah, ist ein Pinguin. Wir auf einmal irgendwelche Mobs spawnen. Den Pinguin getötet. Naja, gut, der war nervig. Der war nervig, der hat's Hat verdient. gemacht. So, dann können wir ja so lange noch andere Sachen anpflanzen. Zum Beispiel das da. Und habe ich noch was, was man anpflanzen kann? Lieber, Nein. lieber! Halt, ich gucke. Ich gucke, Was? dann können wir nämlich unsere Feldinnendrien eigentlich Boah. nix Kaputt sensen. machen? Ja, Ja. nicht ganz. Wir werden noch ein zweites Feld dafür brauchen, weil man braucht irgendwie so ein apokalyptisch großes Feld, damit man die Chance überhaupt hat, dass da mal Golden Ach Güsel so. rauskommt. Okay. Ja, ist Acker. schon ein bisschen. Aber es sieht gut aus. Ja, ich meine, wir haben eh genügend Nahrung. Letzten Endes ist das eigentlich Wir finden ja auch unnötig. dauernd was, ne? Wenn man irgendwie. Richtig. Oh, Rukiko! das ist so süß und nervig. Rukiko! Zu Und Hünder. klein. Rukiko! Wie kleine Kinder. Die sind auch süß und nervig zugleich. Ja. Da fragt man sich auch immer, wo dann jetzt gerade so.
die nerviger sind oder ob die süßer sind. Ich gucke mir ja gerade mal um. Ich glaube, ich habe hier noch überall ein bisschen Güsal gesehen oder sowas. Vielleicht kriege ich ja dann auch noch welches zusammen. Das ist wieder Legend of Zelda Gras. Das ist ja geil. Oh, Eier! Eier! Kommst du klar? Hab Eier gefunden. Ach so. Ich dachte, du hast dich versprochen. Aber nein, ich habe Eier gefunden. Oh, gut zu wissen. Unten fällt einen riesigen Schleim, der da von oben runtergefallen ist. Ja, wir haben da eine. Ich habe da eine Wasserstraße hingemacht. Ich will da Trevian nicht mit reinnehmen. Ich habe da eine Wasserstraße hingemacht. Ja. Habe ich hingebaut? Mit Wasser. Wer jetzt gesagt? Ach, Mensch. Ja. Kommst auch auf Ideen. Es ist verrückt. Man muss nur eins und eins zusammenzählen. Manche können das nicht. Hm. Also ich wäre da nie drauf gekommen. Verarsch mich nicht. Aber ich habe auch ein Ei. Ich kann es nicht aufheben. Oh, ich habe da meinen Chocobos gefunden. Chocobo. Und Vogel, der zwitschert. Vogel. Ah, das ist hier, wo der Meteorit runtergekommen ist. Eigentlich müssen wir unbedingt noch mehr Meteoriten finden, um dann endlich unseren Meteoritenabwehr-Dings fertig zu bauen, weil da fehlt halt noch eins von diesem komischen. Einer fehlt noch, ja. Ja, einer fehlt halt noch. Da fehlt noch einer, ne? Ich weiß auch schon gar nicht mehr, was das eine ist, was fehlt, aber ich wusste, eins fehlt. Was das eine ist, weiß ich nicht mehr. Nee, ich glaube, ich fliege jetzt ein bisschen. Ach, das ist einfach nur so ein komisches Meteoriten. Ich weiß es auch nicht, wie das heißt. Aber wir wissen es, wenn wir es sehen. Das ist das Wichtige. Ein Treibsand-Chocobo. Der Chocobo sitzt im Treibsand fest. Ich rette dich. Oh, wie machst du das? Haust den Treibsand weg? Ja. Nee, den Chocobo. Den Chocobo. Ich rette dich. Stirb, mein treuer Freund. Stirb. Armer Treibsand. Du bist gerettet, Treibsand. Du bist gerettet. Wo habt ihr euch halt denn eigentlich so hin verkrümelt jetzt auf einmal? Also ich sammle Chocobo-Gedöns, damit wir da mehr Seeds haben. Okay. Ich guck mal, ob ich auch was finde. Da ist der Stab kaputt gegangen. Hey, what the fuck? Ah, das ist ein Vogel! Voll cool. Nee. Das sind Dschungelvögel. Oh, was zur Hölle? So Slime. Dschungelvögel? Ja, ich habe Dschungelvögel. Oh, hier ist ganz viel Güsel, da hole ich mir jetzt was. So Tropenpapageien. Oh, cool. In dem Gebiet, wo der Treibsand ist. Da will ich nie wieder hin. Ja. Ich kann das irgendwie gar nicht so direkt nachempfinden. Aber nie. Hallo, Herr Endermann. Na, du? Aber in der Eiswelt ist nicht so viel. Nee. Ach. Aber ich glaube, ich habe jetzt auch gleich echt genug. Also ich habe ja ganz viel abgebaut. Das ist hallo, Frau Giraffe. Guten Tag, Frau Boll. Ja, haben Sie Lust auf einen Kaffee, liebe Giraffe? Kann man auf den reiten? Nein. Schade. Es sind keine festen Texturen. Nee, in so einen fiesen Lavafallenbrunnen gehe ich auch nicht nochmal rein. Nö, das haben wir nicht nötig. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Zu Weihnachten vielleicht nochmal. Ja, ja, ja. Was ist denn überhaupt diese Kotensetzlinge? Die muss ich auch mal anpflanzen. Ist das ein Elefant? Ein Elefant. So, dann gehe ich jetzt mal wieder zurück nach Hause. Wo auch immer das ist. Cool ist ja, dass wir jetzt auf die Spitze von Türmen fliegen können. Und von oben alles tot machen können. Das ist super. Dann müssen wir uns nicht mehr durch die Mobs prügeln. Da ist er. Hallo. Die Hexe kommt so zum Zauberstab. Das ist Honeyball, die Weiße. Genau. Dong. Ups, vorsichtig. Und die Güsats sind jetzt hier schon fertig, ne? Hier die. Teilweise die sind halt schon welche gewachsen, okay. Ja. Das ist richtig super. Nur so. Aussehen wie Rübchen. Ah, und die hinterlassen nicht nur Rüben, sondern auch Seeds natürlich. Cool. Wenn man die angebaut hat. Ja.
Fett, gefällt mir. Wenn man Glück hat, sind halt irgendwie so goldene mit dabei, mit denen man dann die Chocobos paaren kann. Und da muss man irgendwie noch drauf achten, bestimmte Chocobos mit bestimmten Chocobos zu paaren von der Farbe, aber am Anfang ist das jetzt erstmal egal. Wir wollen erstmal unsere Zucht anleiern. Von irgendwas muss man ja leben. Richtig, können wir dann verkaufen auf dem Schwarzmarkt. Bei den Dorfbewohnern in Richtung Norden oder sowas waren die ja. Schwarzer Chocobo, wirklich, der ist definitiv nicht angemalt, ey. Ja, 500.000 Millionen Diamanten, ne? Das ist ganz preiswert. Ja, gib uns Gold, gib uns Gold, gib uns dein Gold! Und deine Level und deine XP. Ach, wir könnten ihn auch töten, dann droppt er die. Moment! So, jetzt habe ich alles. Aber dann sinkt doch dein Karma. Ah, mein Karma. So, und dass du das Kautenzeug auch mal pflanzen, mal gucken, was dabei rumkommt. Das würde mich interessieren. Und die Seeds, die ich so prinzipiell gefunden habe, einfach mal pflanzen. Einfach schauen, was dann draus wächst. Irgendwas wird schon rauskommen. Arx. Schönes Feld. Und dann könnten wir uns eigentlich mal rüsten, nochmal in diese apokalyptische Turtle-Festung zu gehen. Oh ja. Ach du Scheiße. Wenn wir damit, also wenn wir da halt richtig geskillt rangehen und so, okay. Also ich, dann könnte ich bin das, bereit. Ich bin sofort bereit. Auf geht's. Woo! Nein. Jetzt nicht. Ja, nee, das ist zu viel des Guten. Den ganzen Dreck aus meiner Tasche los, ja. Ja, ich muss auch mal noch den ganzen Dreck hier wegmachen. Oh, Sakura-Saplings, schön. Okiko! Oh Gott, wo war denn eigentlich das Ding? Diese komische... Ja, da müssen wir auf der Übersichtskarte nochmal gucken, wo das genau war. Oh Gott. Achso, im Norden anscheinend. Moment. Hier war Erde, weg. Steine. Nee. Hier ach, haben wir auch noch diese Seeds drin? Ja, da sind auch noch welche drin. Das ist gerade Nacht, ne? Ist egal, ich schmeiß die mal eben aufs Feld. Ah, hier ist der Friedhof. Ich hab's nie im Inventar. Was mach ich jetzt damit? Wir müssen unbedingt unsere Rümpelkiste neu. Ich tu da mal ein bisschen was umsortieren. Ah, hier. Große Badass-Festung. Ja. Ich glaube, ich habe gerade einen Marker für uns gemacht. Seht ihr auch auf eurem Kompass oben rechts so ein rotes Viereck? Nee. Schade. Ich habe aber die Festung, glaube ich, das ist die im Schnee da hinten. Ja, das ist die da hinten im Schnee. Ja, genau. Glaube ich. Genau. Ja, da waren wir einmal mit dieser Ecke, die da so halb rausguckte und dann noch diese ganz große Festung bei dir in der Nähe von diesem einen Dorf da. Ja. Marker. What the fuck? Marker Group. Ja, genau. Deswegen dachte ich, lol. Deswegen dachte ich ja, dass das unsere Gruppenmarks sind. Aber das sind sie gar nicht. Nee. So, dann kommt jetzt die Kacke da noch rein. Ist da oben Erde drin. Wir hätten die Erde da oben reingemacht. Niemand. Ich glaube nicht. Da war schon Erde drin, zu meiner Verteidigung. Das ist tatsächlich so. Warst du das wirklich? Ja, da war wirklich schon zwei Blöcke Erde. Ja, klar. Ja, aber zwei Blöcke und da drüben waren... Dann habe ich meine dazu. Dann ist das aufgeteilt. Dann waren jetzt in beiden gleich wie... Ja. Man muss ja auch die Kisten gleichmäßig aufteilen, ja? Die dürfen sich ja jetzt... Die sind ja sonst zu schwer. Sonst weint die eine Kiste, weil die zu wenig Erde hat. Ich habe so wenig Erde. Trefion hat mich nicht bestückt. Ich fühle mich voll ausgegrenzt. So läuft bestückt. Das. Bestückt. Was? Ja. Ja, so läuft das. So, ich nehme mal den Windstab mit. Ich nehme auf jeden Fall den Wasserstab mit. Ich nehme aber keine Spitzhacke mit. Das ist ja albern. Schaufel auch nicht. Das ist ja auch albern. Also hier eine Spitzhacke nehme ich schon, aber so eine Axt, die nehme ich heute mal nicht mit. Pfeile brauche ich auch nicht. Pfeile werden interessant, wenn wir ganz viele gesammelt haben und die verzaubern. Und dann, um daraus irgendwelche so abartige Badass-Pfeile zu machen. Stärketränke nehme ich mit. Und wir müssen irgendwie bald auch mal in die Neta. Ich bin gespannt, ob die Neta hier anders aussieht. Ich habe Angst. Ah, was? Doch, ich habe wirklich Angst vor dem, was jetzt alles kommen wird. So, mein Schild habe ich, mein Schwert habe ich. Ich brauche ein Ersatzschwert, falls ich da wieder verkocke. Machst du nicht.
Kann man dann auch Rucksäcke verzaubern? Nein. Den Rucksack verzaubern? Nein, schade. Sonst hätte man die irgendwie so nach dem Tod spawnt der Rucksack bei einem und so. Wäre wohl geil. Will jemand ein Diamantschwert gerade so? Also ich hab. Ich hab auch. Gut, nee, dann ist alles gut. Dann mache ich mir nur eins. Ja, ja, kommt. Ich glaube, ich sollte den Feuerstab noch mitnehmen. Der war auch sehr effektiv. Und der Giftstab, der hat auch wehgetan. Aber den Feuerstab kann ich dann wenigstens als erste werfen, bevor ihr in der Nähe seid. Unbreaking. Ich glaube, der Giftstab hat ja das Gleiche. Gut, Hani, wir schicken dich rein und kommen dann 5 Minuten später nach. Genau. Und alles, was du nicht umgebumst hast, bumsen wir um. Richtig. Ich bin voll ausgestattet. Dann lege ich mich schon noch mal ins Bett. Oh, Moment. Dieser Stab ist viel zu groß für Hannibal. Egal, ab ins Bett.